Montag, eine neue Woche. Ja, wir haben hier an diesem Campingplatz geschlafen, in der Nähe von dieser hübschen Brücke da hinten. War ein bisschen laut, war aber okay. Ja, wir sind bei Augsburg und treten weiter die Heimreise an. Es ist gestern bis auf den Kettenspanner nicht wirklich was kaputt gegangen. Kilometer haben wir aber auch nicht so viele gemacht. Heute wäre ganz cool, in die Nähe von Frankfurt zu kommen. Es sind noch 477 Kilometer bis nach Hause. Das kann doch nicht wahr sein. Das verwirrt total, wenn ihr das falsch einsortiert. Immer vernünftig. Liebliches Taubertal, wie man so schön sagt. Jetzt, wir sind ja in Bad Mergentheim oder Tauberbischofsheim, ich verwechsel das immer, ich glaube Bad Mergentheim. Wenn Rickard in die Kurve fährt, geht seiner aus. Der Schnapsminister ist leider schon vorgefahren, deswegen dauert das ein Mühe, bis wir unseren Schnaps bekommen. Wir suchen die anderen jetzt mal und dann schauen wir mal. 500 Meter weiter als beim Kreisverkehr gerade. Arthur ging nicht an. Oder ging aus, keiner weiß es. Zündkerzenstecker abgerissen. Kriegt er jetzt im Ersatz. Rickard fährt gerade hoch, bringt das. Dann geht der Spaß hier gleich weiter. Trinken wir auch, wenn wir uns alle wiedergefunden haben, rückwirkend unseren Schnaps. Das waren eigentlich zwei Pannen, ne? Eigentlich zwei. Ja, ja, so doppelt so voll und jetzt dreimal so ekelhaft. Das ist doch gar nicht ekelhaft. Doch, das ist echt widerlich. Ich finde den noch in Ordnung. Ja, dann ist wohl. Besser als die Zitronenscheiße. Nein. Die kommt danach wieder. So, wir stehen wieder. Weil der Jens, der muss immer so rasen, der will schnell nach Hause. Die neue Wendy liegt im Briefkasten und wenn er die nicht zum Wochenstart bekommt und liest, dann ist er auf dem Ponyhof nicht mehr up to date. Er hat keinen Bock auf seine Freunde, deswegen will er das irgendwie in die Länge ziehen. So, hoffentlich kannst du das Video als ich gebrauchen. Was, wieso das denn? Nur weil ich keinen Bock auf die habe, kann ich das doch reinschneiden. Der Jens hat richtig Bock auf Schnaps, kann das sein? Anscheinend. Aber diese Limettenkacke. Auch das muss man. So. Was ist da kaputt? Spritzschlauch war im Arsch. Ja. Direkt hinter dem. Da liegt echt viel Sprit daneben, Schnübel. Und der elektronische Choke ist oben aus dem Vergaser rausgefallen. Okay. Guck mal den anderen Vergaser, vielleicht hat er ein massiveres Blech. Du könntest von dem anderen noch das zweite Blech mit auflegen, wenigstens. Wir können auch mal ein Blech rauchen, um klarzukommen, endlich. Warum? Aber wofür ist der Kabelbinder denn jetzt überhaupt vonnöten? Damit das Ding nicht rausspringt, oder was? Ja, genau. Wir hatten das Blech vorher da drin. Und das ist verbogen. Und dadurch ist er rausgeflogen. Und jetzt habe ich den halt jetzt noch mal zusätzlich festgezogen und das Blech noch mal zusätzlich festgezogen, dass das er eigentlich sich nicht mehr bewegen kann. Ja, ist doch gut. Ja. Ich denke, das sollte klar gehen. Fetzig! So,
Und noch was zum Thema Soundqualität. Wir schlafen unter zügigen Brücken, wir reparieren an lauten Landstraßen. Wir fahren in scheiße lauten Buggys. Also wenn ihr mit eurem Prinzessin-Gehabe sagt, die Tonqualität, die stimmt wieder nicht. Setzt euch in die Kiste rein hier, fahrt einen Tag, dann gibt es auch Tonprobleme bei euch. Noch 180 Kilometer bis Köln und damit wird das hier der letzte Abend sein, wenn nichts schief geht. Es wird aber auch nichts mehr schief gehen. Wir sind guter Dinge. Eigentlich laufen die jetzt mittlerweile ganz gut. Wir haben keine Ersatzteile mehr, deswegen mal umdrehen unablässig. Aber wir sind guter Dinge. Ja, Nachtlager haben wir hier gefunden, auf so einem Feld. An einem Windrad. Hinter einem Wall. Sonnenuntergang haben wir da. Und da hinten irgendwo ist Frankfurt. Ja, und da nächtigen wir heute. Wir trinken jetzt noch ein paar Bier, kochen was und sind raus. Wie das so ist, wenn man los will, einer springt nie an. Diesmal ist es Team Rosa. Warum, weiß ich noch nicht. Und beim Ricardo, da ist nämlich, wie bei uns, der Motorhalter mal wieder ab. Das erste Mal. Ja. Bei mir. Jawohl. Ja. Hi. Ich finde, ist das Assi-Kabel oder Nein. Ist das Geil. Halbe Karre zerlegen für einen Bolzen. Aber warum geht der bei uns denn rein und raus ohne? Ja, wegen ohne diesem ganzen Kotflügel-Scheiß. Doch, bei uns haben wir den Bolzen, geht bei uns rein und raus ohne, dass wir was abbauen müssen. Kann ja nicht, der kommt ja gegen Reifen. Nein. Ihr müsst auch einen Stoß einfach hochlegen. Nein, um den Radbolzen zu tauschen, muss ich den nicht hochlegen. Weil ich den mit der Buchse tauschen kann. Dann kann ich den schräg reinsetzen. Aber ist ja egal, wenn es nicht geht, geht's nicht. Zündkerze? Anscheinend. Sieht aber top aus, ne? Egal. Das ist bei mir gerade auch so. Guck mal, aber mein ja, macht das auch so okay. Wie bei dem anderen, war das bei mir gerade auch. Wieder ein Massekabel. Wir haben jetzt alles Zündspulen abgerissen. Ja, okay. Das ist doch gut. Einfach nur Massekabel abgerissen, ja? Ja. Aber es kam eine große schwarze Wolke und dann kam nur noch... Schwarz. Das war richtig schwarz. Ja, letzter Tag. Will der hier rein? Letzter Tag, 50 Kilometer, 4 Pannen. Kai serviert. Da, also eine Flasche habe ich gerade schon mal beerdigt. Wieso kaputt gegangen? Was hast du gesagt? Uns geht der Pannenschnaps aus. Ja. Wir haben so unfassbar viele Flaschen von Leuten geschenkt bekommen. Wir hatten eine ganze Kiste voll und habe sie leer gemacht. Ich glaube, den Spiritus, den 96-prozentigen, den müssten wir vielleicht ein bisschen verdünnen. Ein bisschen, so auf 92%. Ich glaube, der ist keiner mehr fahrfähig. Schön. Jens, was ist denn da los? Ich kann es dir gar nicht sagen. Du hast Bock auf Schnaps, oder? Ich habe einfach keinen Punkt mehr, glaube ich. Ja, wir hatten noch irgendwo diesen Stecker und Spule, ne?
Aber nimm, ich würde eine große. Ach, die paar Meter. Hier, Jens. Das ist genau die. Wahrscheinlich. Wir gehen jetzt von der Zündkerze rückwärts, bis wir wissen, warum wir keinen Funken mehr haben. Minimal, die kommen 0,0 irgendwas. Da kommt einfach nichts an. Ich kann jetzt mal auf Millivolt stellen. Hier kommt, aber das ist minimal, was da rauskommt aus der CDI. Was geben denn die anderen Anwerten raus? War das mehr? Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemessen. Ja, vielleicht ist es ja normal. Nö, jetzt habe ich eine schöne Zündspule, aber trotzdem läuft es nicht. Gib's mir mal die CDI, Arthur, gerade. So, das ist hier die CDI, die da verbaut war. Die war so blöd angelötet vom Vorbesitzer, totaler Kack. Jetzt haben wir mal aus dem anderen Buggy eine notdürftig überbrückt an die Elektrik. Und zack, siehe da, wir haben Zündfunke. So, das heißt, jetzt müssen wir rausfinden, wie die CDIs, die wir zu Hause nicht zum Laufen gebracht haben, verdrahtet werden müssen, dass die da drin laufen, weil das ist kaputt. Mach mal an. Ja. Okay. Das ist scheiße, ey. Stell dir mal vor, in Italien. Wieso? Ist doch egal, wo es passiert. Hier müssen wir es auch reparieren. Ja, aber hier sind wir nur 100 Kilometer weit weg, ey. Ach. So, jetzt haben wir natürlich nicht den richtigen Stecker gehabt. Jetzt haben wir das da so drauf gekrimmt. Das da mal so festgemacht, der springt jetzt damit an. Theoretisch, sag ich mal, läuft der durch. Ne, Jens? Nein. Doch. Alles ist zusammengebaut. Haben den kurz starten lassen. Wie? Kurz wieder aus. 10 Sekunden. Wieder an. Läuft nicht mehr. Jo. Wie die Hölle? Oh, ist okay. Wir wollten gerade abfahren. Da sprang er, ist er ausgegangen und jetzt springt er wieder nicht an. Zündfunke ist da, jetzt liegt er mit einer anderen Scheiße. Wir wissen nicht woran. Wir überbrücken gerade mal, in der Hoffnung, dass es eventuell schwache Batteriespannung ist. Ist es aber auch nicht. Jetzt könnte es eigentlich nur noch Sprit sein. Ne? Wissen wir, ob Sprit ankommt? Wissen wir nicht. Können wir einen Schlauch abmachen, dass wir Bremsen hier reinhauen? Mal nochmal. Orgeln? Ja. Haut den Sprit so hinten wieder raus. Jetzt? Wir sind jetzt von 12 Bar in Italien bis hierhin auf 2 Bar runter vom Motor her. Das versuchen wir jetzt mit Zweitaktgemisch irgendwie zu kompensieren. Wie viel Öl muss da so rein, damit das wieder gut ist? Genug. Das reicht schon? Das ist jetzt ein Diesel. So, probier nochmal. Das ist doch alles nicht mehr normal. Jetzt hat uns rausgehauen. Wir haben nur noch 8 Volt auf der Batterie. Sprich, unser Laderegler hat sich verabschiedet, unsere Lichtmaschine hat sich eventuell verabschiedet. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber das Schöne ist, es ist schon Köln ausgeschildert. Also es könnte schlimmer sein. Naja, alles geschmolzen. Es ist abgebrannt. Wie im Armaturenbrett, ne? Da war das genauso, sah das aus. Irgendwie, na egal. Bei uns brennen ja immer die Lampen, ne? Also nicht nur privat und beim Saufen, sondern auch hier beim Auto. Deswegen bauen wir die jetzt aus, in der Hoffnung, dass die Ladespannung dann ein bisschen steigt, weil wir haben keinen Schalter dafür. Da hat der Vorbesitzer irgendeinen Humbug gemacht. Jetzt, auf den letzten Metern, werden wir so richtig gefickt. Weil hier brennt jetzt ein bisschen die Kupplung. Die Variomatik. Wahrscheinlich, weil die im Stand die ganze Zeit war jetzt, ne? Nicht lief, schleift, ne? Die ganze Zeit, dadurch, dass wir höhere Drehzahl brauchen, damit der Motor am Leben bleibt. Geil! So. Und unserer ist jetzt auch hoffentlich wieder heile. Wir wissen es nicht. Sollen wir mit dem Schlagschrauber jetzt versuchen, das auseinanderzubauen? Wenn der jetzt fährt, dann fährt er. Wie kriegt
kriegen die nicht auseinander, weil nee, wir da aber nicht mehr anhalten. Du kannst nicht, an jeder Ampel ist er tot. Ja. Okay, na, wenn sie Gas geben, nicht. Nee. Ja, es funktioniert nicht. Und damit kannst du definitiv nicht mehr fahren. Ich weiß auch nicht, ob wir das gescheit auseinander oder runter kriegen. Erstmal muss es abziehen. Du kriegst es ja nicht ab. Du kriegst ja jetzt die Glocke erstmal, das ist ja ein Teil mit der Kupplung. Ja. Dass er erstmal runter zu wichsen wird, eine harte Nummer. Und dann haben wir den großen Schlüssel nicht, um die Kupplung zu tauschen. Das heißt, ist das stimmt. Wir können den kompletten Automaten aber tauschen. Müssten wir ja noch da haben. Also mit der Klemmvorrichtung. Ja, dann machen wir das. Ja, jeder einmal drüber pissen. Ja, mach da Wasser. Hier Eistee, den keiner säuft. Fest ist aber auch keine mehr. Aber jetzt was Kühles zu trinken, ne? Aber die Glocke, können wir die nochmal nehmen, ja, ne? Nee. Haben wir noch eine Glocke? Ja. Es gibt Dinge, die sind nicht mehr zu reparieren. Das erste wäre unsere Motivation und das zweite war tatsächlich dieser Buggy. Da war nichts mehr zu machen. Zum Glück nur noch 44 Kilometer bis nach Hause. Die Abschleppstange ist das Mittel der Wahl. So, das war Männertour Nummer 7, glaube ich. Mann, jetzt Feierabend. Die letzten Kilometer auf loser Kette. Aber es hat gehalten. Ja. 18 Uhr, wir sind am Hof angekommen. Die Tour ist vorbei. Endlich, zum Glück. Danke. Ja, Team Rostock verlässt es heute noch. Die fahren noch über Nacht. Die haben nämlich auch keinen Bock mehr, die wollen heim. Vacation's over.
an alle unsere Fans, die uns unterstützt haben, die uns gespendet haben, die vorbeigekommen sind, uns Schnaps und Bier gebracht haben. Wir waren echt reichlich versorgt. Durch den Live-Tracker konntet ihr uns alle verfolgen. Ihr habt gesehen, wo wir sind, wo wir uns aufhalten, seid hingekommen, einfach auf die Gefahr hin, ob dass wir jetzt weiterfahren oder nicht da sind. War richtig witzig mit jedem Einzelnen von euch. Das waren jeden Tag ein paar Leute. Auch die Leute, die wir neu kennengelernt haben, an Tankstellen, wo auch immer. Das ist genial. Ohne Scheiß. Also der Rückhalt, der dabei ist, die Leute, die uns schreiben, die uns Mut machen. Und so machen wir auch weiter. Ein fettes, 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 fettes Dankeschön an euch, von mir, vom gesamten Team, was gerade am Traum ist. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Somit ist das offizielle Ende der Buggy-Tour erreicht. Es hat einen Riesenspaß gemacht und auch nicht. Eine einer besseren Touren, würde ich behaupten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass ihr weiterhin zuschauen werdet. Männertour sagt auch hier nochmal Danke für euren Support. Mega. Jetzt nicht traurig sein, wir kommen wieder. Wir sind quasi auch schon da. In der Zeit, wo ich das Video hier geschnitten habe, waren wir parallel ein bisschen fleißig. Wir haben uns neue Fahrzeuge besorgt, schon ein bisschen dran gebastelt und auch schon ein bisschen Videomaterial produziert. Das kommt die nächsten Wochen. Geduldet euch, wir sind am Ball. Bis dahin, Männertour sagt Danke und bis bald. Das war die Buggy Tour 2019. Männertours. Reisen neu definiert.